Ja, guten Morgen. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich bin Konstantin Kirsch und darf Ihnen etwas über den Minuto erzählen. Ich fasse das gesamte Thema etwas weitläufiger. Es geht jetzt nicht nur darum, wie mache ich jetzt genau diesen Schein, sondern, wie es auch schon hier ansteht, die gesamte Entstehungsgeschichte. Es geht auch um Permakultur, es geht um den erweiterten Zeithorizont der Wahrnehmung und dessen, was passiert und wie man damit umgehen kann. Und ich beginne jetzt mit einem Zitat, wobei ich bei dem Zitat die zwei Jahreszahlen weglasse, die zu Beginn dieses Zitates im Text stehen. Und zwar die Zeit von bis. Und jetzt kann man gleich mal überlegen, bei dem Text, der jetzt kommt, welche Jahreszahlen da womöglich stehen könnten. Die Zeit von bis war eine Zeit, die sich dadurch auszeichnete, dass kein Mensch Zeit hatte. Karriere machen, Geld machen, die überanstrengten Nerven im Genussleben auspeitschen oder betäuben, das nahm alle Zeit in Anspruch. Und niemand fand mehr Muße, sich die großen sozialen Fragen klarzumachen, die uns umgeben, und zu scheiden, was ist wesentlich und was ist unwesentlich. Wir lebten wie arme Menschen von der Hand in den Mund auf geistigem Gebiete und ließen uns von schlauen Interessenten durch jedes Schlagwort, wenn es auf dem Markt nur laut ausgesprochen wurde, hierhin und dorthin treiben. Und das nach meinem Empfinden sehr Interessante, die Jahreszahlen, die in diesem Zitat stecken, heißt die Zeit von 1871 bis 1914. Und ich finde den Inhalt ziemlich bekannt aus aktuellem Dasein. Das ist von Adolf Damaschke zur Einführung in die deutsche Heimstättenbewegung. Da ist das Zitat her. Und es ist so, wir erleben zwar konkret immer das Jetzt, aber wir haben eine Geschichte und eine Zukunft und in diesem Dasein gestalten wir die Welt. Die Entwicklungsgeschichte vom Minuto beginnt bei mir in Wackersdorf. Ich war den Winter 85, 86 in Wackersdorf und habe dort Heftiges für mich erlebt. Und zwar, ich sag mal, das Volk stand da und sagt, wir wollen diese Anlage nicht, diese atomare Wiederaufarbeitungsanlage. Das Volk, das selber aber Steuerzahler war. Und auf der anderen Seite waren die vollen Steuergeldern bezahlten Polizisten, die dann mit Kampfgas auf das Volk geschossen haben. Und dann habe ich dabei auch mitgekriegt, dass die Polizisten quasi etwas tun, was sie gar nicht selber wollen, aber des Geldes wegen den Job ausführen. Sie wollen ja die Familie versorgen, das Haus bezahlen und so weiter. Und gleichzeitig habe ich dort beobachtet, je stärker wir dagegen demonstriert haben, umso stärker wurde der Gegner. Damals war ich 20 Jahre jung und habe dann für mich entschieden, ich kämpfe nicht mehr gegen etwas, sondern für etwas. Nur für was denn eigentlich? Und seit der Zeit war ich geldkritisch, aber ich hatte noch keinen Lösungsansatz. Auf jeden Fall für mich ein ganz entscheidender Punkt meiner Entwicklung. Kurz danach, da habe ich jetzt das Bild weggelassen, weil es war für mich so, ich hatte quasi gar kein Bild mehr in mir, wie es denn mit der Welt noch weitergehen könnte. Tschernobyl im Frühling 86. Ich hatte die besondere Situation, Zivildienstleister zu sein im Naturschutz und hatte die sorgenvollen Telefonanrufe der Menschen, was soll ich denn jetzt machen? Kann ich die Milch noch trinken, die ich gekauft habe? Und dann durfte ich von früh bis spät am Telefon beratend sagen, Sie dürfen die Milch trinken. Der Grenzwert wurde heraufgesetzt. Sie dürfen die Milch aber nicht weggießen. Das ist die illegale Verklappung von radioaktivem Sondermüll. Das war richtig psychisch hart. Ich konnte das Thema nicht verdrängen. Es war mein Beruf, 10 Stunden am Tag für die Menschen da zu sein. Und das hat für mich sehr, sehr viel innerlich verändert. Wie gehe ich denn mit der Welt um? Und in dieser Krise, richtig psychisch starken Krise, war ich am Suchen nach etwas Positivem. Ich wollte ja nicht mehr gegen etwas kämpfen, sondern für etwas. Und da tauchten plötzlich zwei Bilder auf. Dieses hier von, man kann es vielleicht lesen, ganz unten klein, Margaret Kennedy. Margaret
hier auch in den Geldkreisen sehr bekannte Frau, hat mit ihrem Mann Declan Kennedy Permakultur von Australien nach Europa gebracht, beziehungsweise mitgeholfen. Andere Menschen haben auch mitgewirkt. Und sie hat dieses Bild gemalt. Lebensmittelversorgung heute steht hier. Große zentrale lineare Systeme, Monokulturen, viel Transporte, viel LKWs. So quasi das Bild, wie es nicht sein sollte, aber wie es eben ist. Dann gibt es ein zweites Bild von ihr. Da habe ich 82 gemalt. Und das heißt jetzt hier Lebensmittelversorgung morgen. Kleine, dezentrale, multifunktionale Systeme. Und diese zwei Bilder, das Erkennen, wie es derzeit ist, wie es krank läuft, und dieses positive Bild, die haben mich sehr inspiriert und habe ich damals entschieden, im Sommer 86, Permakultur, das finde ich richtig gut, eine positive Vision, darum kümmere ich mich, da werde ich mich ausbilden, Kurse besuchen, das werde ich machen. Ja, daraus ist dann geworden das Projekt Waldgartendorf am Triesch. Das ist ein Bild im Sommer. Mein besonderes Thema ist die lebende Architektur. Aus Bäumen angepflanzte Häuser, das habe ich schon im Sommer 86 entschieden. Und zwar habe ich in der Kindheit schon immer mit Hütten bauen, Häuschen basteln, mich immer beschäftigt. Und dann habe ich gesagt, im Sommer 86, ich will die lebensfreundlichsten Häuser entwickeln, die möglich sind. Und das ist jetzt ein Haus aus 700 Lindenbäumen. Dann ein essbares Baumhaselhaus, das auch Nüsse trägt, die man dann essen kann. Ein Eschenhaus aus über 1000 Eschen mit 5 Zimmern. Das ist jetzt ein Teil der Wand. Die Eschen wachsen zusammen. Diese Löcher werden Stück für Stück verschwinden, weil die Baumstämme dicker werden. Es entsteht im Laufe der Zeit eine am Stück gewachsene Holzwand, damit aber auch Holzdächer. Ein Blockhaus, was wächst und auf dem Dach weiter wächst. Die ersten Löcher sind schon zu. Da mache ich auch Geländeführungen, erkläre das, habe da auch ein Buch dazu geschrieben. Und da beobachte ich immer wieder, wenn Menschen da kommen, die sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann sage ich, schau es dir an. Und ich konnte es mir vorstellen. Und in diesen Räumen, in diesem Garten, habe ich dann auch diesen Minuto gefunden. Ich bin einfach gewohnt, Sachen zu machen, die man sich so nicht vorstellen kann. Das ist letzten Sommer das Wohnzimmer gewesen. Das ist im Eschenhaus die Küche. Das ist jetzt die Erntearbeit in der Küche. Ich gebe einfach nur ein paar Bilder. Dann die reiche Ernte. Dann ein Kohlrabi mit knapp 7 Kilogramm Gewicht und richtig fein zu essen. Ein Luftbild von 1996. Da sieht man hier die zwei Grundrisse der großen Häuser. Weitere kleinere sind noch gekommen. Das ist ein kleines Dorf, habe ich da angepflanzt. Das ist das Luftbild 2001. Da kann man die Strukturen nicht mehr so gut erkennen. Es wird alles grün auf grün. Das ist jetzt ein Luftbild vom Helikopter 2010. Nur so ein kleiner Eindruck, wo und wie ich lebe. Und es gibt auch was Besonderes. Das ist ein Thermometer mit ungefähr 60 Grad Temperatur und das misst einen Komposthaufen, auf dem eine Plattform montiert ist mit einer Dusche. Und in dem Komposthaufen ist das Schlauchsystem und obendrauf kann man dann duschen mit dem warmen Wasser, gewärmt durch den Komposthaufen, und das Abwasser bewässert wiederum den Komposthaufen, dass die Wärmeproduktion gut weitergeht. Nur so ein kleiner Eindruck meines Lebensstils. Und darüber kann man mehr erfahren auf dieser Internetseite. Naturbauten.org. Sind auch einige Filme da drauf. Ich bin mindestens einmal im Jahr im Fernsehen, weil das bringt einfach viel Interesse. Wir haben hier an dem Stand auch ein paar Infoblätter. Kann man dann auch nach dem Vortrag mitnehmen. So, jetzt sind wir allerdings hier auf dem Kongress Macht, Geld, Sinn. Ja, und da ist jetzt natürlich die Frage, wie kriege ich den Bogen? Ganz einfach, ich fange mit dem Thema Sinn an. In diesem Garten fühle ich den Sinn des Lebens konkret im Alltag. Und ich habe dazu ein paar schöne Zitate gefunden aus einer Buchserie, die ich hier auch dabei habe. Und da habe ich zum Beispiel den Text drin gefunden.
Die meisten Menschen sind bis zum Ende ihrer Tage nicht in der Lage, die Wahrheit zu verstehen. Die einfache Frage nach dem Sinn des Lebens bleibt für sie ungeklärt. Der Sinn des Lebens aber liegt in der Wahrheit, der Freude und der Liebe. Jetzt mal die große Frage: Wahrheit in Bezug zum Geldthema, zum Thema Wirtschaft. Da gibt es zum Beispiel so einen Spruch, wir brauchen Wachstum. Das empfinde ich nicht als wahr. Eine Zeit lang dürfen Kinder wachsen, bis sie Erwachsene sind, dann ist aber ein gewisses Höhenmaß erreicht, das ist gut. Das Gleiche ist bei Bäumen. Sie wachsen eine Zeit lang, dann haben sie ihre Höhe erreicht. Und so ist es auch gut, wenn eine sogenannte Wirtschaft wachsen kann, bis es allen Menschen gut geht, aber dann bitte nicht mehr. Dann gibt es noch einen netten Begriff, der nennt sich technischer Fortschritt. Ich habe eher das Gefühl, wir schreiten weg, fortschreiten, wegschreiten von dem, was Sinn macht. Immer noch mehr Technik, noch mehr Technik. Irgendwann können die Menschen gar nicht mehr zu Fuß laufen, weil sie 100 Meter mit dem Auto zum Briefkasten fahren. Das machen sie ja schon. Ja, ja, genau. Ja, ja. Dann ein interessanter Spruch. Ganz häufig heißt es, wir brauchen Geld zum Leben. Und ich sage dann immer wieder, ich brauche kein Geld zum Leben. Da habe ich schon nette Diskussionen gekriegt. Ich behaupte immer wieder, ich brauche kein Geld zum Leben. Und dann sagen sie, ja, aber wie tankst du denn? Und telefonieren, das kostet doch alles Geld. Dann sage ich, ja, ich brauche, was brauche ich? Frische Luft, gutes Wasser, was zu essen, Begegnungen, ich brauche vieles. Aber Geld brauche ich nicht. Ich gebrauche Geld beim Leben. Das ist ein Unterschied, ob ich sage, ich allein vom Denken her, brauche ich es, dann empfinde ich mich ja als Abhängiger. Wenn ich sage, ich gebrauche es, dann bin ich ein Nutzer eines Werkzeuges. Dann nutze ich Geld, wenn es denn da ist. Und dann ist es mir egal, ob das Ding jetzt Euro heißt oder Lutzetaler oder Chiemgauer oder wie auch immer. Dann gebrauche ich es. Wenn ich aber denke, ich brauche Geld zum Leben, und plötzlich sagt die Europäische Zentralbank, der Euro ist abgeschafft. Was dann? Höre ich dann auf zu leben? Ist doch falsch. Ist einfach so ein Thema, wo man drüber nachdenken sollte. Dann gibt es noch ein ganz nettes Thema. Das ist auch in diesen Kreisen hier, wo es um Regiogelder geht, um selbstgemachte Gelder, immer so gesprochen. Ja, das Geld hat doch den Tauschhandel vereinfacht. Ich habe das auch in Frage gestellt und habe was ganz Interessantes gefunden. Und zwar im Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache. Da ist zu finden, dass das Wort tauschen ursprünglich von täuschen kommt. Und dann habe ich da einen Text genommen, habe ich rausgesucht. Wie ist denn Geld definiert? Laut Wikipedia ist Geld definiert. Geld ist ein Zwischentauschmittel, welches sich von anderen Tauschmitteln dadurch unterscheidet, dass es nicht unmittelbar den Bedarf eines Tauschpartners befriedigt, sondern aufgrund allgemeiner Anerkennung zum weiteren Tausch eingesetzt werden kann. Wenn ich jetzt allerdings das Wort ersetze, was die ursprüngliche Bedeutung von Tausch heißt, dann heißt das nämlich täuschen, dann klingt der Satz noch ganz anders. Dann heißt das, Geld ist ein Zwischentäuschungsmittel, welches sich von anderen Täuschungsmitteln dadurch unterscheidet, dass es nicht unmittelbar den Bedarf eines Täuschungspartners befriedigt, sondern aufgrund allgemeiner Anerkennung zum weiteren Täuschen eingesetzt werden kann. Und wenn es jetzt heißt, gigantische Geldmengen werden vernichtet, dann sage ich, super, die Täuschung reduziert sich. Und wenn ich sage, ich bin aber enttäuscht vom Geldsystem, sage ich, super, Ende der Täuschung. Trotzdem hängen wir in diesem Feld drin, dass wir sagen, wir gebrauchen Geld. Aber das ist deswegen nicht so, dass wir wirklich Geld brauchen. Es ist so, eigentlich braucht der Mensch kein Geld. Das ist irgendwann mal erfunden worden, aus diversen Gründen. Wenn ich allerdings in der Natur lebe, wie ich es ja mache, und beobachte um mich herum Tausende an Tier- und Pflanzenarten, die benutzen alle kein Geld. Die haben aber Wechselwirkungen untereinander. Und dadurch kommen sie alle zurecht.
Und ich denke, die Menschheit könnte sich auch so entwickeln, langfristig gesehen, dass sie Geld nicht mehr brauchen. Und die Frage ist für mich, was für Übergangsstufen sind sinnvoll, um diesen Weg einzuschlagen? So, dann gibt es auch noch so einen netten Spruch, der heißt, gibt es einen Fehler im Geldsystem? Und da sage ich mal ganz frech, ich finde ihn nicht. Nach meiner Ansicht ist das Geldsystem, das derzeitige, fehlerfrei. Auch der Zins ist kein Fehler nach meiner Ansicht. Nach meiner Ansicht ist das Geldsystem präzise konstruiert und macht genau das, was es soll. Es ist für mich die Frage, welche Absicht steckt dahinter für das, was dieses Werkzeug soll. Zum Beispiel die Umverteilung früher von arm nach reich. Mittlerweile geht das nicht mehr. Ein anderer Redner hat mal so schön gesagt, derzeit haben wir die Umverteilung von fleißig nach reich, weil von arm ist nichts mehr zu holen. Das ist ja Absicht. Und wenn ich jetzt zu denen, die davon profitieren, hingehe und sage, ich habe den Fehler gefunden, ich mache jetzt da ein anderes Systemvorschlag, dann sagen die nur, ja, du hast vielleicht erkannt, warum wir profitieren, aber deswegen ändern wir es doch nicht, weil wir doch davon profitieren. Und von daher ist die Überlegung zu sagen, vielleicht ist das Geldsystem einfach fehlerfrei. Aber da komme ich hier in diesen Geldkritikkreisen manchmal wiederum auch in heiße Diskussionen, aber mache ich gerne. Wir können ja einfach darum ringen, über was macht wirklich Sinn. Und das finde ich so wunderbar schön im Spruch, macht Geld Sinn? Ist da jetzt am Ende ein Fragezeichen bei dem Satz oder ist da ein Komma dazwischen? Macht, Komma, Geld, Komma, Sinn. Ich finde es einen wunderbaren Spruch. So, und dann gibt es noch was ganz was Nettes. Er sagt, wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben eine Finanzkrise. Da sage ich, das ist auch nicht wirklich Wahrheit. Die Frage ist, was haben wir denn wirklich? Und nach meiner Ansicht haben wir was komplett anderes als eine Finanzkrise oder eine Wirtschaftskrise. Das nehme ich jetzt mal aus einem Text eines Freundes von Bernhard Heuvel. Der hat was Schönes geschrieben. Geld ist nicht das Problem, Gold ist nicht das Problem, böse Banker oder machtgierige Herrscherfamilien sind nicht das Problem, auch nicht Staaten. Ja, was ist denn das Problem der Menschheit? Er sagt dann zwar schon auch alle diese Phänomene, also Wirtschaftskrise ist ein Symptom, das ist kein Problem, das ist keine Ursache. Das dringlichste Problem nach seiner Ansicht ist nicht nur das Problem der Menschheit, sondern aller höheren Lebewesen ist der Niedergang des Bodenlebens. Wenn der Humus und das Bodenleben stirbt, entstehen nicht mehr die komplexen Moleküle, die von den Pflanzen aufgenommen werden können, sodass die Pflanzen wirklich für uns ein wirkliches Lebensmittel darstellen und dann werden wir krank. Und zwar so krass, da kann das beste Geldsystem zirkulieren, wenn der Boden kaputt ist, können wir uns nicht mehr ernähren. Nicht nur quantitativ, auch qualitativ haben wir ein Problem der Ernährung. Aktuell fängt das schon an, aber langfristig noch viel mehr. Und er macht so eine ganz schöne Empfehlung. Ach nee, hier ist noch ein kleiner Punkt. Er sagt, Reform des Geldes als mögliche Antwort. Eine Reform des Geldes wird per se nichts, aber auch rein gar nichts an der Frage der Ernährung lösen. Es ist zwar möglich, dass die Vermeidung von Überproduktion den Zerfall der heutigen Strukturen und technischen Leistungen verlangsamt. Sie wird sie aber nicht aufhalten. Denn niemand wird die Straße und den Transport heute in der Form weiterführen können. Somit wird die Produktion von Rohstoffen und technischen Teilen sehr stark eingeschränkt und schließlich aufgegeben werden müssen. Denn niemand denkt an die Produktion Mikrochips und Prozessoren, wenn ihm der Magen knurrt oder an ständigen Infektionen aufgrund einer Mangelernährung leidet. Seine Empfehlung ist ganz simpel. Jeder sollte anfangen bei sich selbst mit Lebensmittelproduktion. Und wenn es nur der Kräutertopf auf der Fensterbank ist, nur wenn man selber, ganz konkret selber als Individuum fühlt, wie lange es braucht, bis aus einem Saatkorn etwas Essbares gewachsen ist, dann hat man einen Bezug. Ansonsten ist man komplett bezugslos. Und trotz all seinen schönen Ausführungen sage ich auch,
dieses Problem des Bodenlebens ist auch nur ein Symptom. Ich gehe in meiner Aussage noch weiter. Die Menschheit hat auch nicht das Bodenproblem und das Ernährungsproblem. Die Menschheit hat ein Leitbildproblem, nach meiner Ansicht. Es geht darum, welchem Leitbild folgt die Menschheit und die Masse der Menschheit. Und daraus entstehen Symptome. Daraus entsteht zum Beispiel Gier, Wachstum, auch Bodenerosion. So, jetzt muss ich gerade mal hier schauen. Ich habe hier ein nächstes Bild. Das Bild der Titanic ist bekannt, sehr bekannt. Und was kann man dem Bild sehen? Nach meiner Ansicht war nicht der Eisberg das Problem, sondern das Problem war das Leitbild von Stolz, Überheblichkeit und Arroganz, wir schaffen etwas Unsinkbares. Das war das echte Problem. Und wir beherrschen die Natur. Und wenn dann jemand im Maschinenraum sitzt und sieht das Wasser exponentiell hineinströmen, das vergleiche ich jetzt mit dem Zins im Geldsystem, dann sagt er, das hereinströmende Wasser ist das Problem. Dann sage ich, nein, das ist ein Symptom. Und die aktuell steigenden Benzinpreise, die kann man vergleichen mit einem Menschen, der im Restaurant sitzt und der Tisch ist schräg, die Suppe läuft aus dem Teller und er sagt, ich habe ein Suppenproblem. Wir haben kein Problem, dass der Benzinpreis steigt, wir haben ein falsches Leitbild. Und hier oben steht dann die Frau Merkel und ruft, es geht aufwärts. Ja. Und das ganz Spannende ist an dem Thema der Titanic, man kann das wirklich mit einigem vergleichen, was so aktuell läuft. Zwischen dem Aufprall auf dem Eisberg und dem Absinken des Schiffes war sehr viel Zeit. Es war locker genügend Zeit vorhanden zur kompletten Rettung. Es gab aber zwei Probleme. Die Anzahl der Rettungsboote war zu gering und die Besatzung hatte keine Erfahrung, damit umzugehen. Wiederum aus dem Leitbild. Das Leitbild war, zu was überhaupt Rettungsboote? Das ist doch eine Beleidigung für das unsinkbare Schiff. So wie es derzeit aktuell schon fast eine Beleidigung ist, zu sagen, wir machen kleine autarke Gärtnerhöfe. Zu was denn? Wir haben doch den Supermarkt. Ja, das ist Arroganz. Das ist ein völlig falsches Leitbild. Und dass die Besatzung nicht trainiert war, mit den Rettungsbooten umzugehen, weil warum soll man sich mit dem beschäftigen, was man sowieso nicht braucht? Wieso soll man jetzt sagen, ich gehe in einen Garten und beschäftige mich mit Gartenarbeit, wenn es doch per Paket mein Essen kommen könnte, wenn ich schon gar nicht mehr zum Einkaufen hinfahren will? So, und das ist dieses schöne Schiffchen. Jetzt komme ich mal wieder zu diesem Leitbild. Das ist wirklich das Thema der Leitbilder. Und dieses Leitbild hatte eine gewisse Wirkung und dieses Leitbild hat eine andere Wirkung. Ich gehe aber nochmal zurück zu diesem Leitbild. Da habe ich ein passendes Buch gefunden. Das nennt sich Schlipps Handbuch der Landwirtschaft von 1952. Da ist ein Vorwort. Finde ich auch interessant, 1952, ich lese gerne in alten Texten und finde Bezüge zum aktuellen Dasein. Da steht hier, waren es zur Zeit der 30. Auflage dieses Buches mehr betriebswirtschaftliche und technische Probleme, die die Landwirtschaft beschäftigen, so sind es heute weit umfassendere Wandlungen auf agrarpolitischem Gebiet, die sich anbahnen und auch das Gesicht der deutschen Landwirtschaft zu verändern scheinen. Die Welt wird nicht nur durch die ständige Verbesserung der Verkehrswege immer kleiner, sondern auch die Tatsache, dass an die Stelle der Politik einzelner Länder mehr und mehr eine Weltpolitik tritt, die in ihren Auswirkungen die gesamte Menschheit berührt und beeinflusst. Das war damals schon klar. Bei ruhiger Betrachtung zeigt sich aber gerade bei dieser Entwicklung die Bedeutung der Landwirtschaft in der Welt und ihrer Arbeit besonders klar. Sie ist und bleibt die unverrückbare Grundlage
allen Schaffens und Strebens. Allein ihre Fortschritte, ich stelle das ja in Frage, aber hier steht es, allein ihre Fortschritte sind es im Grunde, die es der ständig wachsenden Menschheit ermöglichen, mit dem gleichbleibenden Raum der Erde auszukommen. Es ist darum ein stolzes und schönes Gefühl, das jeden Einzelnen beseelen kann, dessen Arbeit sich mit dem Grundproblem der Menschheit, der Sicherung der Ernährung, befasst. Das ist nach meiner Ansicht ein falsches Leitbild. Er sieht das Grundproblem der Menschheit in der Sicherung der Ernährung. Aber vielleicht ist das gar nicht das Problem. Und wenn man aus einem falschen Leitbild heraus dann eine Landwirtschaft baut, die immer mehr Technik, immer mehr Einsatz, immer mehr Trennung zwischen dem Menschen und dem Essen, dann kann nicht unbedingt was Gutes bei herauskommen. So, jetzt habe ich hier ein schönes Zitat gefunden zum Thema Bedeutung von Büchern. Es gibt bedeutende und wenige bedeutende Bücher. Und, Moment, 174, genau. Die Bedeutsamkeit von Büchern kann am besten an der Lebensweise der Menschen gemessen werden. Über die ganze Erde verteilt leben Menschen. Die menschlichen Gesellschaften werden durch die Länderunterschiede geprägt. Die Kulturen der Völker in den verschiedenen Ländern unterscheiden sich zum Teil deutlich voneinander. Es gibt auch große Unterschiede in der Lebensweise und der Lebenserwartung der Menschen. Die Kultur eines bestimmten Volkes wird nicht zuletzt durch ein bedeutsames Buch geformt. Ein bedeutsames Buch. In der Regel werden durch dieses Buch die philosophischen Grundlagen für das Volk festgelegt, aber auch die religiösen Richtlinien vorgegeben, aus denen die gewünschte Lebensweise des Volkes nach und nach entsteht. Dann geht es hier kurz darauf ein auf China, das Buch vom, oder die Lehre vom Konfuzius, dann in Japan, da gibt es dann den Shintoismus und dann geht es hier weiter. Wenn du jedoch denkst, dass die glücklichsten Menschen in der christlichen Welt leben, dann lies die Bibel. In unserem Kulturkreis ist die Bibel traditionell gesehen das eine Buch, das bedeutende Buch, was im Prinzip alles hier gestaltet und geformt hat. So, und jetzt natürlich die Frage, was man dann da drunter noch schaut. Ich will jetzt keine Bibelwerbung machen, aber es heißt ja so schön, es gibt sicherlich noch weitere Bücher, aber da steht nichts Wesentliches drin. In der Regel werden in jedem bedeutsamen Buch ein oder zwei grundlegende Gedanken oder philosophische Schlussfolgerungen ausgedrückt. Alle anderen Bücher zum gleichen Thema wiederholen einfach diesen Gedanken und tragen nichts Neues bei. So besagt zum Beispiel einer der grundlegenden Gedanken in der Bibel, dass die Menschen Gott anbeten und seine Gebote befolgen sollen. Das kann man vergleichen in einer Variation, dass man zum Beispiel jetzt die Regierung anbeten soll und deren Gesetze befolgen soll. Das ist kein großer Unterschied zu dieser einen Kernaussage der Bibel. Und das ist bei uns so tief drin, das soll man ist rechtschaffen, wenn man die Gesetze erfüllt. Ob die sinnvoll sind, fragt man schon gar nicht mehr. Da kommt da ein Gesetz, Glühbirnen sind böse und verboten und dann gibt es Leute, die schrauben tatsächlich hochgiftigen Sondermüll in ihre Wohnungen. Ja, die sind krank. Aber eigentlich nichts. Sie folgen nur einem Leitbild, das ihnen gegeben ist. Sie denken nicht selber, was sie denn wirklich dabei tun. Weil es gilt als korrekt und rechtschaffen, die Gesetze zu befolgen, so wie es in der Bibel schon steht. Rum. So, es gibt noch einen weiteren gegenden Gedanken in der Bibel, der ist auch sehr bekannt. Macht euch die Erde untertan. Das wird im Prinzip genutzt als Rechtfertigung der Ausbeutung. Und es gibt über diese Buchserie jetzt ein ganz bedeutendes Buch, was einen ganz grundlegenden neuen Gedanken hinzugefügt hat, der quasi die Bibel ablöst und der besagt, das neue Leitbild ist das gemeinsame Erschaffen und die anschließende Freude für alle bei der Betrachtung unserer Schöpfung. Es war nämlich für mich so, ich komme gleich wieder zum Minuto,
De Minuto habe ich entwickelt, nachdem ich diese Bücher gelesen habe, indem ich in mir ein ganz neues Leitbild gefunden habe. Und dieses Thema, gemeinsam etwas zu schaffen und sich darüber freuen, das geht dann zu diesem Leitbild. Und das Thema von Leitbildern, attraktiven, positiven Leitbildern, ist so dermaßen bedeutungsvoll, deswegen bringe ich das hier so intensiv. Das ist für mich ganz wichtig. Es bringt nichts, den Leuten viel zu erklären, hier ist ein Problem, da ist ein Problem, sondern wo ist ein attraktives Leitbild? Man kann auch so schön sagen, in der gesamten Welt funktioniert alles über Attraktivität. Ob es jetzt die Gravitation ist, das ist nämlich auch Attraktivität. Das Wort Attraktivität kommt nämlich von Traktor, Traktere, das heißt Anziehungskraft. Traktor heißt die Zugmaschine. Das, was anziehend wirkt, das funktioniert. Das ist der Sog, kann man auch sagen. Wir brauchen attraktive Leitbilder und dann fühlen sich Menschen angezogen. Und dieses neue Leitbild mit diversen anderen Sachen außenrum ist in diesen Büchern beschrieben. Über diese Webseite kann man die Bücher auch beziehen. Wir haben auch diese Bücher dabei. Es ist mittlerweile so, dass aus dieser Buchserie heraus, die ist in Russland erschienen, in Russland schon eine sehr, sehr große Bewegung entstanden ist von Menschen, die sagen, wir wollen mit der Natur leben, auf dem Lande leben. Und seit ganz kurzer Zeit ist in Russland ein Gesetz veröffentlicht worden, dass jede Familie, die in der Natur, mit der Natur leben will und auf dem Hektar Land wirtschaften will, von Staats wegen einen Hektar Land zur Verfügung gestellt wird. Und das bezieht auch das Thema Bodenreform mit ein. Die Menschen brauchen Bezug zum Boden. Nicht zu wenig Fläche, wer nur 100 Quadratmeter hat, der braucht einen Job, braucht Geld, braucht Läden, braucht die gesamte Verteilungsstruktur, sonst verhungert er. Hat man 1000 Quadratmeter, kann man davon seinen physischen Körper versorgen, aber seinen Geist nicht mehr. Man braucht auch ein Stück verwildertes Gelände, was einfach so wächst, wo man mal spazieren gehen kann und vielleicht Gedichte findet in sich. Man braucht ungefähr einen Hektar pro Familie. Hat man 10 Hektar oder 20 Hektar, ist die Fläche zu groß. Dann braucht man wieder große Gebäude und Maschinen. Und nach diesem Verarbeiten dieser positiven Vision kam ich dann zu dem Thema, ja, aber wie ändern wir das Ganze? Wie kommen wir von A nach B? So schön dieses Leitbild ja ist, wie fangen wir dann konkret an? Und jetzt komme ich konkret zu den Minuto-Zeitgutscheinen. Die sehen so aus. Kleine Zettel. Diese Zettel sind super billig herstellbar. Ich habe als Vorbereitung für die Entwicklung der Minuto-Zeitgutscheine viele Regiogelder kennengelernt, Tauschringe kennengelernt und auch diverse Schwierigkeiten kennengelernt. Bei den Regiogeldern kostet die Herstellung der Scheine ganz schön viel. Man braucht eine Druckerei, Offset-Druckerei, Sicherheitsmerkmale und so weiter. Wir benutzen ganz simpel einfach einen Kopierer. Normales Kopierpapier, fertig. Darauf kommt dann ein Stempel von demjenigen, der diesen Gutschein ausstellt. Zwei Stempel von den Bürgern, dazu Datum und Unterschrift. Über die Kombination Stempel, Datum, Unterschrift entstehen rechtsgültige Urkunden. Juristisch gesehen ist das eine Inhaberschuldverschreibung, Paragraph 793 und folgende, bürgerliches Gesetzbuch. Das Ganze habe ich auch mit einem Notar schon durchgesprochen. Das ist also auch nach dem alten Leitbild Gesetze einhaltend, Gesetze befolgen korrekt. Es verfolgt aber eine ganz andere Vision. Das ganz Spannende ist, hier oben steht als erstes Leistungsanbieter gleich Gutscheinschöpfer. Das ist interessant, in der gesamten Geldwelt gibt es viele Begriffe, die sehr eng zusammenhängen mit der Religion. Die Geldschöpfung ist der Fachbegriff der Geldentstehung. Und der Begriff Schöpfung kommt eigentlich aus der Schöpfungsgeschichte. Dann gibt es Credo bzw. den Kredit. Da gibt es ganz, ganz viele Wortähnlichkeiten aus der Religion. Es gibt auch die Gläubiger und so, die manchmal nicht mehr an einen glauben. Und wenn man dann so einen Schein ausfüllt, steht da Leistungsanbieter gleich Gutscheinschöpfer. Und dadurch wird der einzelne Mensch zum Mini-Schöpfer. Und er überlegt, Leistungsanbieter, welche Leistung biete ich denn eigentlich?
Ich halte so viele Vorträge über der Minute und ich bin teilweise sehr erstaunt und erschrocken, dass die Menschen mittlerweile, manche Menschen, besser wissen, wie man Formulare ausfüllt, um Fördermittel zu bekommen, als dass sie ausfüllen können, was sie persönlich denn können. Was sie wirklich konkret für einen anderen Menschen anbieten können. Das ist für mich ziemlich erschreckend, aber so ist es bei einigen Menschen schon vorgekommen. Und dann wird hier oben noch eingetragen die Jahreszahl, wann dieser Gutschein ausläuft. Wir haben jetzt nicht dieses rostende Geld, dass es jeden Monat oder jedes Quartal etwas weniger wert wird, sondern am Ablauf des aktuellen Jahres des Erscheinens plus 5 Jahre. Wir haben also jetzt das Jahr 2012 plus 5 Jahre. 2017 würde man eintragen, wenn man einen neuen herstellt. Am Ende von 2017 geht dann der Wert des Scheines schlagartig auf Null. Das entspricht auch dem bürgerlichen Gesetzbuch. Ein Gutschein, das sind Gutscheine, hat eine Mindestgültigkeitsdauer von 3 Jahren. Wir empfehlen 5 Jahre und sagen, dann geht er auf Null. Und dann steht hier rechts noch die Postleitzahl, in welcher Region dieser Schein hergestellt wurde. Und dadurch ist jeder einzelne Minuto-Schein ein regionales Zahlungsmittel von dem Ein-Personen-Zentralbanker, der diesen einen Schein herausgegeben hat. Und beim Ausgeben kann der natürlich in einen anderen Stadtteil wandern, in ein anderes Dorf, in einen anderen Postleitzahlbereich, aber man weiß, das ist ja in der Region. Und dieser eine Schein wandert dann wiederum zurück in diesen Postleitzahlbereich von dem Aussteller. Und kann da ein paar Jahre lang kursieren, kann von dem Menschen angenommen werden, der ihn mal ursprünglich ausgestellt hat, kann ihn wieder ausgeben, kann mehrfach zirkulieren. Und schlussendlich wird er der Aussteller diesen Schein annehmen und sagen, der ist nicht mehr so lange gültig. Dann nehme ich ihn aus dem Verkehr und drucke neue Scheine. Das Thema Inflation, Deflation regelt sich selbst regulierend durch den Einzelnen. Wir haben keine Kontrollinstanz. Auch ich als Erfinder des Minutos habe keine Kontrollfunktion. Ich weiß nicht mal, wie viele Initiativen es gibt. Ich höre immer wieder, ach, in der Region wird es auch gesprochen, da wird es auch gemacht. Man muss sich bei mir nicht anmelden, um zu wissen, wie es denn läuft. Die gesamten Druckvorlagen sind auf der Webseite zu finden. Die Webseite wird gleich noch angezeigt. Und man kann es einfach machen. Ich kriege ab und zu mit, in welchen Ländern er schon läuft. Wir haben englische Übersetzung, französische Übersetzung, spanische Übersetzung. Er läuft jetzt sogar schon auf den Osterinseln. Paraguay, Indien, Chile, also unglaublich. So kommt dann plötzlich mal eine Nachricht, ach ja, tolle Sache, wir nehmen den jetzt schon. Und das ist etwas wie Hilfe zur Selbsthilfe ohne großen Verwaltungsaufwand. Und wenn jetzt zum Beispiel von Köln ein paar Scheine wandern, dann werden die in Magdeburg vielleicht noch angenommen, in Hannover aber nicht mehr. Die aus Magdeburg werden aber vielleicht noch in Hannover angenommen. Das entscheidet der Einzelne, welche Scheine er annimmt und welche nicht. Also jetzt, wenn wir zum Beispiel Bücher anbieten, nehmen wir jetzt gerade keine Minutos aus Köthen an, weil wir hier nicht leben. Und beim Weitergeben der Minutos zu dem Verlag, wo wir die Bücher kaufen, in die Schweiz, hätten wir auch ein Problem. In dem Fall bevorzuge ich Euros. Ich bin jetzt nicht gegen den Euro. Jedes Werkzeug für die Situation, wo es Sinn macht. Und ich sage mal ganz klar, es gibt mehrere Wirtschaftskreise. Es gibt den Kreis der engsten Freunde, da bitte ich den Minuto nicht zu benutzen. In der Familie, bei den engsten Freunden, läuft alles komplett ohne Verrechnung. Man hilft sich, man beschenkt sich, man macht es einfach so, untereinander. Dann gibt es den erweiterten Freundeskreis, da empfehle ich den Minuto. Das sind die Menschen, die man per Du kennt, gutes Vertrauen hat, aber trotzdem bisher noch Euro-Beziehungen hat, die stellen auf den Minuto. Eine Stufe noch weiter nimmt man das Regiogeld, wenn es denn vor Ort ist. Das sind die Geschäfte in der Region, die man vielleicht nicht so gut kennt, aber die in der Region das Bewusstsein schon entwickeln für regionales Geld. Und für die noch größeren Beziehungen nach außen, da nimmt man dann den Euro oder wie auch immer das dann heißt, was uns irgendwann mal als Ersatz vom Euro gegeben wird. So, ist das jetzt ein Bargeld oder Tauschring oder Regiogeld? Der Minuto hat von jedem etwas. Die Minutos sind wie Bargeld, jedoch selber hergestellt, Selbstermächtigung.
Macht, Geld, Sinn. Macht, ja, Selbstermächtigung. Dann Minutos sind wie ein Tauschring, allerdings ohne Verwaltungsaufwand. Wir haben keine Zentrale, keine Kontoführung. Wir haben praktisch fast null Verwaltungsaufwand. Es gibt ein bisschen Verwaltungsaufwand und zwar von jedem selber. Jeder, der selber Minutos druckt, ausfüllt und herausgibt, sollte parallel dazu ein Blatt ausfüllen, ein sogenanntes Umlaufkontrollblatt, die Datei gibt es auch im Internet, wo er selber einträgt zur eigenen Erinnerung, wie viel habe ich denn geschöpft? Das sieht dann so aus. Das ist so ein Blatt. Da trägt man dann den eigenen Stempel ein und die Stempel der Bürger. Dann weiß man auch, mit welchem Stempel hat man diese Charge denn gestempelt. Und trägt dann hier ein, diese Stückelung. Wir haben die Stückelung 1, 5, 15, 30, 60, 120. Das ist angelehnt an die Zeit. Dann trage ich da ein, zum Beispiel 10 Bögen. Und dann trage ich dann später hier ein, wie viel habe ich vernichtet. Beispielsweise mir ist Kaffee umgefallen, der Schein taugt nichts mehr, wegschmeißen. Dann mache ich einen Strich und dann weiß ich, es ist jetzt einer weniger. Und am Ende des Jahres trage ich ein, wie viel müssten noch überhaupt existieren. Dann schaue ich in meinen Geldbeutel, wie viel habe ich. Das heißt, wie viel sind unterwegs. Dann weiß ich auch quasi, wie viele Gutscheine sind noch offen, wie viel Leistungsversprechen oder Schuld genannt ist noch draußen. Und dann kann ich das Jahr für Jahr machen, das kann man dann umdrehen und weiter ausfüllen. Dann hat man immer einen Überblick, weiß dann auch, wann macht es Sinn, wieder neue Scheine zu schöpfen. Dieses Blatt ist auch sinnvoll, wenn man einen Schein angeboten bekommt von einem Menschen, der Gutscheine schöpft, den man noch nicht kennt. Dann geht es in die Vertrauensfrage. Dann sagt man, zeig mir mal dein Umlaufkontrollblatt von den Scheinen, die du geschöpft hast, damit ich weiß, wie viel hast du denn überhaupt schon gemacht. Und wenn er sagt, mache ich nicht, ich habe einfach nur mal ein paar gedruckt, dann kann man sagen, ist ja nett für dich, aber dann nehme ich deine Scheine nicht. Das braucht vielleicht mehr Arbeitsaufwand beim normalen Bezahlen, erspart uns aber die gesamten Riesenverwaltungshochhäuser, weil die Menschen es untereinander regeln. Und dabei entsteht viel Bewusstseinsarbeit in die Richtung, Punkt 1 erst, was biete ich für eine Leistung, das habe ich schon genannt, um überhaupt einen Gutschein auszufüllen, der gedeckt ist mit meinem Leistungsangebot. Und wer, wie kontrolliert denn wen? Na, ich kontrolliere mich selber. Und wie schaffen wir Vertrauen, dass das auch läuft? Und das Interessante ist, es läuft sehr, sehr gut. Es ist zwar ein komplett anderer Gedankenansatz, aber er funktioniert. Und in der Permakultur interessiert dann immer das, was funktioniert. So, das ist jetzt ein Beispiel unserer Region. Hier ist die Ortschaft Bad Hersfeld, in dem Landkreis wohne ich. Und das ist so eine kleine Auswahl der Angebote in unserer Region, die mit dem Minuto schon arbeiten. Beispielsweise die Autowerkstatt. Der sagt ganz simpel, die Ersatzteile, die er zukaufen muss, dafür hätte er gerne Euros, weil er die auch in Euros einkauft. Und für die Arbeitszeit nimmt er Minutos. Und seine Kinder, die können dann zum Reiten gehen und damit mit Minutos zahlen. Und von dort gehen die Scheine dann vielleicht zur Töpferei in Eisenach. Und von dort geht es dann zum Tai-Chi-Zentrum. Und hier unten ist ein Modehaus, das ist auch schon ganz spannend. Da habe ich jetzt noch keine Kleidung gekauft, aber ich habe einen guten Kontakt. Ist ein Hering ein bisschen weit weg, da bin ich selten. Aber ich muss ja auch nicht bei jedem was kaufen, der mitmacht. Das können die anderen ja auch. Die Scheine, die wandern ja. So, das ist dann die Webseite, hier unten zu sehen. So sieht die aus. Da ist ein Vortrag von mir auch anzuschauen. Der dauert 1,5 Stunden. Da wird die gesamte Funktion und Arbeitsweise von Minuto noch viel detaillierter erklärt. In diesem Vortrag hier habe ich jetzt mich mehr für die gesamte Rahmengeschichte entschieden. So, und jetzt kommt noch was ganz was Interessantes, ein aktuelles Schiffsthema. So sah das Schiff mal aus. So haben wir es eher mal im Bild gesehen. Aber was wenige wissen bei diesem Schiffchen, ist diese Route zwischen dem Aufschlagen auf den Felsen und dem Anlandgehen waren fast 2 Stunden Zeit. Während das Schiff eine lange Strecke auf See verbracht hat,
hat ein gigantisches Manöver gemacht, um es dann genau hier auf eine Sandbank zu legen. Wer auch immer dieses Schiff manövriert hat, mit Wasser im Maschinenraum und Stromausfall, so ein Ding noch zu manövrieren, um es genau auf die Sandbank abzulegen, damit es überhaupt noch dann die Leute rauskommen, ist eine Meisterleistung. Das ist völlig unglaublich. Im Übrigen, der... Es ist... Von der Israel-Story nach Gilios in den Hafen gefahren, wären alle rausgekommen. Ich gehe nicht davon aus, dass das Schiff in dem Hafen hätte überhaupt reinpassen können. Vom Tiefgang her. Das war im Prinzip das Einzigste und er musste es umdrehen, damit es von der Strömung her dann dahin kam. Ich sag mal so, wenn man ein großes Finanzsystem an die Wand fährt und sagt, scheiße, wir haben einen Fehler gemacht, dann geht es darum, wie navigiert man dann? Und am Anfang hat er auch gelogen, vielleicht damit keine Panik entsteht, ich war nicht dabei, ich will auch nicht gut reden. Aber angenommen, das große derzeitige Finanzsystem mit 2008 an die Wand gefahren, ist leck und säuft ab und die Steuernden wissen es. Und vielleicht, das ist meine Hoffnung, legen sie es irgendwo an die Sandbank, damit wir noch rauskommen mit den Rettungsbooten. Die Frage ist allerdings, haben wir genügend von den Rettungsbooten und können wir damit umgehen? Und ich sehe alles an Regiogeldern, alles ob Minuto, die gesamte Bandbreite als Rettungsboote. Und wir üben damit. Wir trainieren den Umgang damit. Und ich habe die Hoffnung, dass die große Wirtschaft so manövriert wird, weil sie ist im Prinzip nach meiner Ansicht komplett rettungslos verloren. Die säuft ab, aber nur die Frage ist, wann und wie sie wo runtergefahren wird und wie wir dann die Menschen retten können. Es gibt einen schönen Vergleich, ich komme aus der Titanic heraus, wenn so ein großer Crash passiert, sortiert sich die Menschheit in mindestens 3 grobe Schubladen. Die erste Schublade heißt, große Panik, das Schiff säuft ab, Panik. Mit den Menschen ist schwierig, gemeinsam zu arbeiten, weil die sind in völliger Panik. Die andere Schublade der Menschen sagt, ich habe ein Ticket der unsinkbaren Titanic. Ja, ich trage mein Geld auch jetzt noch aufs Sparbuch. Den Menschen zu erklären, sie zu überzeugen, taugt nicht viel. Aber es gibt ein paar andere, die sind relativ kühl und nüchtern und sagen, da ist was kaputt gegangen, das ist unrettbar verloren. Was machen wir jetzt am sinnvollsten? Und mit den Menschen kann man, und das machen wir auch derzeit, Kontakte aufnehmen, Besprechungen machen und schauen, wie können wir jetzt die Rettungsboote klar machen, um dann noch die maximale Anzahl derer mitzunehmen, die es noch nicht peilen. Ich muss die ja nicht absaufen lassen. Aber es bringt nichts, jemanden zu überzeugen, der gerade nicht darüber nachdenkt. So, jetzt kommen wir nochmal zu diesem schönen Bild. Und zwar die positiven Leitbilder. Da heißt es ja so schön, dieses alte Leitbild, ein Brotproblem, dieses Hauptproblem der Menschheit, die Ernährung. Und in dieser schönen Buchserie heißt es dazu, ein Brotproblem sollte es für den Menschen eigentlich nicht geben. Man sollte es mit dem Essen halten wie mit dem Atmen und seine Aufmerksamkeit nicht von der Hauptsache ablenken lassen. Dieses Problem, also das Problem der Versorgung des Menschen mit Lebensmitteln, hat der Schöpfer anderen zugeteilt, und zwar den Tieren und den Pflanzen. Der Mensch soll wie ein Mensch leben und seine Bestimmung erfüllen. Wenn man allerdings einen paradiesischen Garten zerstört, eine Agrarwüste draus macht, dann kann diese Natur den Menschen nicht mehr bedienen. Die es aber eigentlich will. Und wenn man fragt, was ist denn die Bestimmung der Menschheit, da gibt es dann ein anderes schönes Zitat, das ist jetzt aus dem Band 10. Da heißt dann ganz kurz und knapp, die Bestimmung der Menschheit nennt sich die Vervollkommnung des Lebensraumes. Da steckt nichts drin von Wachstum, technischer Fortschritt. Nein, wir haben einen Lebensraum, ursprünglich mal der paradiesische Garten, und wie können wir den vervollkommnen? Und dazu hat mir dieses Bild sehr, sehr viel geholfen als Leitbild damals.
Und ich lade jeden ein, der sich mit dem Thema Bewerben von Zukunftsvisionen, von Regiogeldern, von was auch immer für neuen zinsfreien Versionen, Bodenreform, von egal was, aktiv ist zu bewerben, kümmert euch um positive, attraktive Leitbilder, zeigt sie in Bildern, zeigt sie in Worten, in bildhaft gesprochenen Worten, und darüber findet man die Menschen, die sagen, diesem Leitbild will ich folgen. Ja, soweit bedanke ich mich mal für die Aufmerksamkeit, und jetzt ist noch Raum für Fragen und Gespräch.